dass halt die Wurzel allen Übels in den Jesuiten, die dann zu den Zionisten wurden, die dann alles mehr oder weniger, die auch für sämtliche Kriege und für sämtliches, also alles, was so schief läuft überall, dann verantwortlich gemacht werden. Das sind die klassischen Verschwörungstheorien. Ja, pass auf, das sind doch die klassischen Verschwörungstheorien. Also, ich sag mal was zum Thema Verschwörungstheorie. Also, ich oute mich jetzt mal. Ich glaube auch, dass bei einer ganzen Reihe von klassischen Verschwörungstheorien eine gewisse Wahrheit dran ist. Also ich sage nicht, alles, was Verschwörungstheorie genannt wird, ist alles Bullshit, das ist Quatsch. Also ich glaube tatsächlich, dass bei vielen Themen, die unter diese Decke Verschwörungstheorie, dass da doch viel Wahrheit dabei ist. Aber, jetzt kommt das große Aber, wo ich ungern mitgehe, egal mal jetzt worum es geht, sind diese schnellen, einfachen Antworten. Da waren die Jesuiten und die haben dann und so weiter. So, nee. Das sind alles sehr komplexe Prozesse, die im Laufe der Geschichte ablaufen. Und ich sag mal Beispiel Zionisten. Wenn man sich mal mit Zionismus beschäftigt, was ist das eigentlich? Das ist eine Bewegung gewesen, lange, lange vor dem heutigen Israel. Also wo Juden einmal so back to the roots mäßig erstmal, also gerade die assimilierten Juden, ja, die also hier in Mitteleuropa, in Prag zum Beispiel Kafka gelebt hat, ja, sein bester Kumpel Max Brod und so weiter und so fort. Ja, der Brod, der war ja zum Beispiel Zionist. Und gab es noch andere. Kafka selber konnte sich immer nicht entscheiden. Der hatte viele Leute in seinem Umfeld. So. Und das waren Leute, die haben im Grunde genommen erstmal, sind die als assimilierte Juden aufgewachsen in guten Familien. Ja, die Familien waren schon eine ganze Weile da, die hatten sich was aufgebaut, die waren gebildet. Da war Geld da und so weiter. Alles war schick. Auf einmal geht so ein Antisemitismus los, den es ja auch schon immer gab in der Geschichte. Ja? Und jetzt stell dir einfach mal vor, du hättest jüdische Wurzeln. Nehmen wir mal an, du wüsstest, meine Vorfahren waren Juden. Aber du hast eigentlich gar nicht mehr viel damit am Hut. Ja, also vielleicht, so wie heute viele Christen das machen. Ja? Ich bin zwar christlich getauft, aber eigentlich habe ich damit nicht viel am Hut. So der Familie zuliebe gehe ich auch zu Weihnachten mal mit in die Kirche oder so, bezahle meinen Beitrag, aber eigentlich geht mir das am Arsch vorbei. So ungefähr ging es denen auch. So, jetzt kommen aber plötzlich die Angriffe. Jetzt wird dieser Antisemitismus in der damaligen Zeit immer stärker. So, jetzt haben die das, und das ist ja diese berühmte Geschichte von Kafka, wo der als Ungeziefer aufwacht, hier mit Gregor Samsa, wacht früh auf, ist auf einmal Käfer. Ja, genau. Ja, wobei dort übrigens nie von Käfer die Rede ist. Ja. Wenn du das mal genau liest, steht dort immer Ungeziefer. Da steht Ungeziefer, ja. Genau. Und das verarbeitet er in der Geschichte. Ja. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ist alles schick und plötzlich bist du der Aussätzige, du bist das Ungeziefer, du wirst angegriffen, du blöde Judensau und was weiß ich so. Was passiert jetzt mit einem selber? Zum einen kriegt man Angst. Logischerweise, wieso gehöre ich plötzlich nicht mehr dazu? Bis jetzt haben sie mich alle nett gefunden, jetzt bin ich da außen. Und das andere, was aber passiert, ist, dass man sich anfängt, mit der eigenen Religion und Geschichte auseinanderzusetzen. Und wir sagen, wenn ich schon Jude bin oder von Wurzeln her, will ich aber einmal genauer wissen, warum und was hat es denn damit auf sich und so weiter. Und das ist eigentlich diese ursprüngliche zionistische Bewegung gewesen. Dann kam natürlich dazu, dass die gesagt haben, wenn die Angriffe immer stärker werden, wenn wir immer weiter gedisst werden, sage ich mal, was sollen wir da noch hier? Dann gehen wir doch, suchen wir uns ein eigenes Land. Wo ist dieses eigene Land? Natürlich da, wo es in der Bibel steht. Also idealerweise das, was Palästina ist. Ja, so. Jetzt will ich nicht die ganze zionistische Geschichte aufrollen. Ich bin da ehrlich gesagt eigentlich der Fachmann, aber das kann jeder nachlesen. Wirklich, diese Abläufe kann jeder nachlesen. Und die Zionisten, mit Ben Gurion zum Beispiel, der ja dann der Staatsgründer von Israel ist, ja, das kommt ja aus der zionistischen Bewegung. Die hatten einmal erstmal ein ganz nachvollziehbares Ziel. Wir wollen unser eigenes Land haben. Wir wollen nicht ohne Land überall, wo wir hinkommen, totgeschlagen werden. Wir haben die Schnauze voll. Nebenbei bemerkt, geht das ja ganz vielen anderen Gruppierungen auch so. Nimm mal Armenier, nimm mal die Kurden heutzutage, die auch kein eigenes Land haben. Ja? Die kämpfen genauso darum, dass sie einfach eine Existenzberechtigung haben, dass sie einfach ihr kurdisches Leben, ihren kurdischen Glauben, was auch immer, ihre Kultur, irgendwo in Frieden leben dürfen, aber ihnen wird es verweigert. Die sind da unter Spielball sozusagen, ja. Wenn die mal passen, wie es jetzt in letzter Zeit war, da wird der Kurde gerne mal mit verheizt, ja.
kämpft mal gegen die Bösen und dann hinterher lässt man sie fallen. Und das ist eine Sauerei ohne Ende. Ja, und ich, wie gesagt, ich, weder bin ich Kurde noch Jude noch sonst was. Aber das ist genau das, was den Juden damals... Die Juden waren aber die, die dann irgendwann sich ihr Land genommen haben. Gewalttätig. Oder was ihnen, man könnte auch sagen, ihnen zugesprochen wurde. Ja? England hat ja eine ganz, es war ja englische Kolonie dort, Palästina. Ja? Ja, und der Witz ist der, die Palästinenser ursprünglich, sag ich mal, die dort wohnten einfach, die hatten da ja erstmal gar kein Problem damit. Die haben sich richtig gut verstanden. Also wenn du dir das mal an der Geschichte anguckst, wo die ersten Juden da hingekommen sind, die haben gesagt, das sind ja welche wie wir, weil die religiös gesehen sind, die Wurzeln sind die ja verwandt. Abrahamitische Religion. Genau. Ja, ja. So. Ja, ja. Und erst später ist das alles eskaliert, irgendwie wie auch immer. So. Mhm. Also das kann man nicht mit diesem kurzen Federstrich, kann man sagen, der bösen Zionisten oder so. Das will ich damit nur sagen. Ja? Sache. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ich bin nicht so tief. Sehe ja mal aus wie Baphomet. Jetzt hör doch auf. Jetzt, pass auf, jetzt hier kommt der wahre Baphomet. Nein, du hast denn hier fehlen noch die Sonne. Hör doch auf. Ja, aber die Haare sind zu kurz, ja. Doch, die Verbindung zum Vatikan. Also was, weil die sind im Freimaurerorden definitiv. Naja, das sagst du, also woher weißt du das? Woher weißt du das? Ja, weil also ich weiß Symbolik es nämlich nicht. Es geht um die Symbolik. Die haben ja überall diese Symbole. Symbole? Überall na, welche? Symbole. Welche? Na, welches denn? Das allsehende Auge, Auge ist ein Gottesauge. Das ist eher genau andersrum. Das allsehende Auge im Dreieck ist ein Symbol für Gott. Ja, das weiß ich. Und dass die Freimaurerei das quasi irgendwie, also die Freimaurerei ist von der Symbolik her auch ein, also vieles ist Handwerkssymbolik, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und die anderen Symbole, die dazukommen, sind Symbole, die du auch in ganz vielen Religionen auch findest. Das ist zusammengewürfelt, könnte man sagen. Die Freimaurerei ist also eklektisch zusammengewürfeltes Konstrukt. Ja, und wenn du dir so einen Freimaurer-Tempel anschaust, dann hast du zum Beispiel zwei Säulen, eine weiße und eine schwarze, J und B, das sind die beiden Säulen vom Salomonischen Tempel. Ja, also die werden dir halt direkt in der Bibel beschrieben, diese beiden Säulen. So. Sonne, Mond, Stern, Pentagramm, Hexagramm sind Symbole, die du im Judentum findest, im Christentum findest, in anderen, anderen Religionen findest. Ja. Also das ist ursprünglich von uns. Ja, ne? Also in Jahrtausende alten Religionen findest du ähnliche Symbole. Ja. Was ja auch damit zu tun hat, dass die Menschen auf der ganzen Erde sich die Sterne angeguckt haben. Also beispielsweise Pentagramm kommt von der Laufbahn der Venus. Ja. Ja? Das ist also, wer Ahnung von Sternen hat, egal ob es ein alter Ägypter ist, ein Indianer, ein Chinese, egal wo auf der Welt, beobachtet das am Himmel. Ja. Und hey, wow, Pentagramm. So, das ist dann missbraucht worden, sozusagen. Also ja, wieso sagst du missbraucht? Wofür? Naja, wofür? Wenn ich eine schwarze Messe zum Beispiel im Satanismus, dann nehme ich ein Pentagramm. Punkt. Ja, aber was dann ist denn eine schwarze Messe? Zum Teufel also, anbeten. Ja, aber das ist doch genauso ein Vorurteil, sage ich jetzt mal. Jeden, der ein Pentagramm als Symbol verwendet oder gut findet oder so, dem jetzt Satanismus zu unterstellen, das ist doch völliger Mumpitz. Nee, das sagst ja? du nicht. Nee, ich meine nur. Und was ist denn Satanismus? Um es jetzt mal ganz kurz zu sagen, Satanismus vom Namen her sind Leute, die Satan verehren. Wer ist Satan? Satan ist ein gefallener Engel. Wenn ich jetzt mal nach den heiligen Texten der Bibel, der Tora und auch des Koran gehe, wo Satan Shaitan ja genannt wird, also das ist ja dasselbe, Shaitan ist Satan, ja, das ist ein Engel oder eine Wesenheit, sage ich mal jetzt, die Gott widerspricht. Genau. Das ist der, der zweifelt, der in Frage stellt, der Widerspruch anmeldet, der sagt, so geht das nicht. Ja, das ist Shaitan. Das ist der, der widerspricht. Ja. So, und jetzt mal ganz, vergiss mal Freimaurerei und Satanismus. Was ist der Widerspruch? Der Widerspruch ist ein echtes Dilemma. Satan ist eine arme Sau, sage ich jetzt mal, dieser Engel. Ja. Weil der kommt nämlich in ein echtes Dilemma. Der kommt in ein echtes Dilemma. Das kannst du alles nachlesen, insbesondere auch im Koran, wo das ziemlich ausführlich sogar steht. Also, aber auch natürlich im Judentum, im Christentum, überall kannst du das nachlesen. Ja? Gott erschafft diese Welt. Wesenheiten. Also erst macht er die Trennung von Licht und Dunkel und Erde und Wasser und ne? Schöpfung der Welt, allen bekannt. So.
Dann erschafft er auch natürlich Dämonen, Engel, was weiß ich was alles. Ja, Tiere, Pflanzen, sonst was. Alle Wesenheiten sind mehr oder weniger da. Und am Ende erschafft er den Menschen. Aus was erschafft er ihn? Aus Erde. Ja? Oder Lehm, wie auch immer. So. Die anderen sind aber alle schon da. Haucht diesem Wesen seinen göttlichen Atem ein und ruft jetzt alle anderen herbei. Das ist alte kabbalistische Geschichte, die aber wie gesagt auch im Islam präsent ist, zum Beispiel. Ja? Das ist kein Widerspruch. Und sagt, ruft die alle zusammen und sagt, mein neuestes Geschöpf, Mensch, kniet alle nieder, da ist mein göttlicher Atem drinne, ich bin in diesem Menschen drinne, ihr werdet dem jetzt dienen und ihn verehren. So, was macht Satan? Der sagt, fällt aus, weil es gibt ja ein Gebot, nämlich was vorher schon da war, nur du darfst angebetet werden und ich bete nur einen an, nämlich dich, ne? Allahu Akbar, es gibt nur einen, ja? Allah ist nur, es gibt nur einen, sagt der Muslim, ja? Ja, ja. Der Christ auch, der Jude auch, wir sagen, ist, ja. Und vor allen Dingen, der Witz nur ist, ein. Christentum, ja, du sollst keine Götter neben mir haben, es gibt nur einen Gott und der wird angebetet und der ist es und kein anderer. Ja. Und jetzt sagt Gott selber, verehrt dieses Wesen, was ich geschaffen habe, was Mensch heißt. Und da sagt, das sagt er und aber das sagt, zu den Halbgöttern und zu den Und da sagt Satan, der ja ein Engel ist, sagt, nein, ich verehre nur einen und das bist du, ich halte mich an das alte Gesetz, das alte Gesetz. Und dieses Dilemma ist nicht auflösbar für Satan. Der kann jetzt, entweder verstößt er gegen das alte Gesetz oder er verstößt gegen die neue Auflage. Ja, so, und das ist der Zwiespalt, in dem der sich befindet. Und dann wird er verstoßen und dann gibt es auch viele, die mit ihm gehen, die sagen, na, und die anderen bleiben da und so gibt es diese Spaltung. Das ist eine alte, kann man sagen, jüdische. Ich behaupte mal, die Geschichte ist noch viel älter. Ich wette, dass es das in alten ägyptischen Dingern auch gibt, diesen Zwiespalt von Wesenheiten, die sich jetzt, ja, an was halte ich mich und so. Und das ist das Dilemma. Und jetzt kommen wir mal zum heutigen Satanismus. Ja, also sage ich jetzt mal, natürlich gibt es irgendwelche Irren wahrscheinlich irgendwo. Was ich total widerlich finde, ich muss es einfach mal so sagen, die jetzt irgendwie auf dem Friedhof, ich war da nie dabei, also ich kenne das nicht, ich unterstütze das nicht, ich finde das abartig, wenn Leute, irgendwelche Teenies oder auch ältere Leute oder was auch immer, sich ja irgendeine Buch im Internet bestellen und sagen mal jetzt eine schwarze Messe oder irgendwas und gehen auf den Friedhof und graben dort irgendwelche Knochen aus in störende Totenruhe. Oder noch schlimmer, meucheln eine arme Katze oder ein Huhn oder sonst irgendwas. Ja, oder schlimmstenfalls sogar Menschen oder irgendwas. Ja, und nennen das dann schwarze Messe oder so. Es gibt's alles. Ich will das nicht bestreiten. Ich will das nicht bestreiten. Aber ich finde es abartig. Ja, so. Es gibt aber auch eine andere Herangehensweise. Und das kann auch jeder selber im Internet nachgucken. Ich habe es auch bloß getan. Ich bin ja auch nicht irgendwie Mitglied bei der Church of Satan oder so, aber Church of Satan, um das mal als Beispiel zu nehmen, habe ich überhaupt kein Problem damit. Da gab es LaVey war der Gründer der Church of Satan, das waren, die einen würden sagen, charismatischer Typ, die anderen würden sagen, es war der blanke Narzisst, der hat diese Organisation gegründet, der hat da ein Buch dazu geschrieben, hat Regeln festgelegt, die nebenbei, ich sag's mal ganz ketzerisch, gar nicht so schlimm sind, wenn man sich das mal genau anguckt, ja. Also was die Church of Satan als Regelwerk hat, die neuen Gebote, wie heißt denn das, die neuen Gebote, ich hab's jetzt gar nicht auf dem Zettel, aber die meisten davon kannst du eigentlich inhaltlich unterschreiben, weil da steht nur geschrieben, der Mensch ist ein Tier wie alle anderen, er ist sogar das Bösartigste meistens, weil er ja auch noch einen Verstand hat, das Bösartigste aller Tiere, ja, also da ist viel, viel Selbstkritik mit drin, könnte man sagen, ja. Und dann kommt ja noch so ein Seitenhieb auf die Kirche, wir sagen, Satan ist der beste Freund der Kirche, weil ohne Satan würde es die Kirche schon gar nicht mehr geben, da haben sie immer was, woran sie sich abarbeiten können, ja. Also das ist das, was, das ist das, was LaVey dort macht, so. Ich habe da jetzt, also ich persönlich habe überhaupt kein Problem damit, meine Erfahrung mit Satanisten ist, also die ich kenne, so halt mal kennengelernt habe, irgendwo auf dem WGT oder wo auch immer mal
Leute kennenlernen, die Satanisten sind, sind meistens, gehen die zum meistens gehen die zum Lachen in den Keller. Also die sind meistens ein bisschen arrogant, haben keinen Humor oder wenig Humor, ja, weil sie sich für was Besseres halten. So. Wenn Attila Hildmann sich da auf die Treppenstufen stellt und sagt, Bill Gates ist ein Satanist und der ist ein Satanist und das sind alle Satanisten. Woher weiß er es denn? War der da dabei oder was? War der mit Bill Gates auf dem Friedhof und hat dort die Katze geschlachtet? Oder wo das kommt das Wissen her? Satanisten gar nicht. Oder das hat er das Baby geschlachtet? Oder was hat er gemacht? Aber das ist doch, da wird was behauptet, von wem auch immer. Und da möchte ich aber auch, also es ist doch so, wir alle wissen von vielen Sachen nur über Hörensagen Bescheid. Ja? Also das betrifft Corona, das betrifft sonst irgendwelche Dinger. Uns wird hier was erzählt, da was erzählt, da was erzählt, da was erzählt. Ja, das bin ich mittlerweile auch dabei. Beweisen oder richtig selber erlebt, hat man es doch gar nicht. Also ich selber bin weder Virologe, also ich bin kein Wissenschaftler, Virologe, der jetzt wirklich real als Virologe einschätzen kann, ist dieses Virus gefährlich oder ist es nur Pillepalle? Ich bin auch kein hochkarätiger Politiker, dass ich jetzt die Maßnahmen, die von der Politik gemacht worden sind, wie Shutdown, also ich habe eine Meinung dazu, als der sie sozusagen ausführen muss, der eine Maske tragen muss, der nicht arbeiten gehen kann, da habe ich natürlich eine Meinung dazu. Aber ich kann es nicht aus der Perspektive einer Angela Merkel oder irgendeines Jens Spahn beurteilen. Und ich bin drittens auch kein Ökonom, dass ich jetzt sagen kann, dieser Shutdown wird Deutschland ins totale Chaos führen oder was auch immer und der nächste Shutdown. Und wie wirkt sich das auf die Wirtschaft aus, kann ich auch nicht beurteilen. Ich habe eine Meinung, vielleicht eine Meinung dazu wie jeder andere. Es gibt ja viele Wissenschaftler, es gibt viele. Ja, aber die Biologen, widersprechen sich doch auch. Woher weiß ich denn, dass Bhakti recht hat und nicht XY? Woher weiß ich denn, dass vielleicht Drosten nicht doch recht hat oder wer auch immer? Keine Ahnung, das sind doch alles nur Bauchentscheidungen. Und noch einmal, ich kann zwar vom Äußeren rangehen und kann sagen, der Bhakti macht auf mich einen sehr vernünftigen Eindruck, weil wenn ich den sehe, spricht der ruhig, das ist ein Typ, der ruhig spricht, der irgendwie gewählte Worte benutzt, der irgendwie eine Ruhe ausstrahlt, der, wenn ich nachgucke, auch einen echten wissenschaftlichen Werdegang hat, da ausgezeichnet wurde, dort einen Lehrauftrag hatte und sonst irgendwas. Also spreche ich dem natürlich mehr Kompetenz zu, halten zu Gnaden, als einem Attila Hildmann oder wem auch immer. Ja? Umgekehrt gibt es aber auch ganz viele Leute, die auch nicht doof sind, die eine andere Meinung zu irgendwas haben. So, und ich maße mir einfach nicht an, jetzt Kraft meiner Wassersuppe als No-Name-Typ im Grunde genommen zu sagen, ich weiß, wie es geht. Ja? Also das maße ich mir einfach nicht an. Wo ich ein bisschen mitreden kann, ist Freimaurerei. Und nach 30 Jahren Freimaurerei habe ich den ein oder anderen hochkarätigen Politiker, sage ich jetzt mal, oder Wirtschaftstypen auch mal kennengelernt oder weiß auch, dass es den gibt oder so, wo ich weiß, der ist Freimaurer. Ja, aber hallo, das sind ganz wenig Leute, die ich, also wo ich persönlich weiß, dass die Freimaurer sind. Meistens sind die sogar selber bekennende Freimaurer. Ja, und wirklich, ich weiß es zum Beispiel nicht, ob, da jetzt mal ein Beispiel, ob Donald Trump Freimaurer ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Man liest es hier, dann liest man es nur. So, möglich ist es, möglich ist es. Das weiß ich nicht. Es ist durchaus möglich. Aber erfahren tut man es eigentlich erst, wenn er selber von sich sagt, ich bin Freimaurer. Oder wenn es wirklich belegt ist, dass irgendwo, was weiß ich, seine Aufnahmeurkunde oder irgendwas. Warum kümmern die denn da so? Also warum wird denn da dann so ein Geheimnis drum gemacht? Es ist doch jetzt, wenn du sagst, es ist nichts Verkehrtes. Ne? Warum, also das machen ja die Freimaurer dann selber. Warum kümmern die denn da so geheimnisvoll? Naja, ich bekenne mich ja dazu. Ich bekenne mich ja dazu. Ja, ich denke, das hat, also ich einmal. Ich kenne auch hier im Standesamt, kenne ich auch einen, der mit Stolz seinen Ring trägt und mit Stolz das präsentiert. Ne? Naja. Aber wie gesagt. Also das Ding ist, natürlich ist die Freimaurerei nicht erst jetzt angefeindet worden wegen der neuen Weltordnung Verschwörungszeugs, sondern schon immer. Also kaum war 1717 dieser Zusammenschluss
ja. In London von diesen Logen, wo die diese erste Großlustschlacht hatte. Ja, also da dauerte es wirklich nur wenige Jahre, da kam schon die erste Gegenbewegung, schon Verbot oder was weiß ich was. Warum? Aber da muss weil, doch was vorgefallen sein, warum die. Nee, es ist einfach die Angst gewesen. Es ist die Angst gewesen. Es geht um Macht wieder mal, verstehst du? Ja. Wenn du mal in andere Länder guckst, also es gibt einen alten Widerstreit zwischen der katholischen Kirche und der Freimaurerei. Das ist der Machtanspruch. Ja? Die sagen, wir haben hier die Macht. Die die katholische Kirche in allen Ländern wie Frankreich, also alle Länder, wo Spanien und so weiter, wo die katholische Kirche sehr starkes Standing hat, Österreich, von mir aus auch, ja. Überall dort finden sich quasi die Gegner der katholischen Kirche in der Freimaurerei wieder. Das ist praktisch so ein ewiger Kampf immer gewesen in der Geschichte. Ja, es gibt ja Bannbullen vom Papst, Freimaurer sind alle. Bis heute bist du als Katholik eigentlich im Stand der Sünde, wenn du Freimaurer bist. Das wird zwar nicht mehr so hart umgesetzt wie früher, also früher haben die dann wirklich den Katholiken, der Freimaurer war, entweder ausgeschlossen oder er wurde nicht auf dem Friedhof beerdigt mit christlichem Ritual und so weiter, sondern man sagt, der ist im Stand der Sünde. Und wir reden jetzt mal nur von Hardcore-Katholizismus. Ja? Es gibt aber viele Katholiken, die Freimaurer sind und die sagen, es ist mir scheißegal, ich kann beides in meinem Herzen gut vereinbaren, Christ zu sein und Freimaurer zu sein. Und in der evangelischen Kirche genau dasselbe. Ja? Aber das offizielle Statement ist nach wie vor so, Freimaurerei geht nicht, ist nicht vereinbar mit Katholizismus. Das ist nach wie vor so. Okay. Auch wenn es mal Annäherungsversuche gab und so weiter, das kann man alles nachlesen. Ja? Und ich sagte mal ein Beispiel. Da gab es den König Hussein in Jordanien. Mhm. Also das ist jetzt nicht Saddam Hussein, nicht verwechseln, sondern König Hussein von Jordanien. Der ist gestorben irgendwann, ich glaube Ende der 90er, müssen wir jetzt mal nachgucken. Mhm. Also der lebt jetzt schon nicht mehr eine Weile. Und wenn du dir mal dessen Biografie anguckst, am Anfang ganz hardcore-mäßig gegen Israel und so weiter, Kriege sind geführt worden. Ja. Je älter der wurde, je länger der regiert hat, hat er dann versucht, die Annäherung zu finden. Und der war ein Freund, der ist eingeladen worden als Rabbin, der israelische, ermordet wurde, von eigenen Leuten ermordet wurde, Attentat, auf der Bühne weggeschossen. Ja. Ist der König Hussein zur Beerdigung da gewesen und ist eingeladen worden, obwohl die früher Krieg gegeneinander geführt haben, Israel, Jordanien, ja? Also diese Länder hatten lange Feindschaft und auch heute ist nicht alles in Ordnung, aber der hat versucht, die Annäherung zu bringen. Und das kannst du alles bei Wikipedia nachlesen, der ist bei der Beerdigung gewesen, hat dort ihn als seinen Bruder bezeichnet, ja, den Rabbin. Und weißt du, was der Witz ist? Und das ist jetzt hoffentlich kein Outing. Der König Hussein war Freimaurer, obwohl in Jordanien die Freimaurerei verboten war. Offiziell gab es keine Logen. Mhm. Eine Loge gab es, die war am Königshof. Mhm. Okay. Mit ihm als Bruder und einigen anderen Leuten. Und warum weiß ich das? Weil ich einen Bruder noch die Ehre hatte kennenzulernen, der mittlerweile auch verstorben ist, der selber in dieser Königshofsloge, Freimaurerloge in Jordanien mit König Hussein in der Kette gestanden hat, Hand in Hand, und das bestätigt, also der war Mitglied dieser Loge. Die Loge gibt es nicht mehr. Nach dem Tod vom König Hussein ist das alles aufgelöst worden. Ich weiß nicht, ob heute vielleicht in Jordanien andere Freimaurerlogen existieren. Möglich ist das. Aber extrem unter Deckmantel alles gewesen. Das durfte niemand wissen. Warum? Weil es eben ganz viele arabische Länder gibt, die Freimaurerei verteufeln und ganz schlimm und so weiter und so fort. Und das hätte der sich nie leisten können. Der Hussein, der König Hussein, das offiziell bekannt wird, dass er auf einmal, der wäre wahrscheinlich von eigenen Leuten kalt gemacht worden. So, aber jetzt mal das Lebenswerk von ihm betrachtet. Erst Krieg geführt, sicher auch gute Gründe dafür gehabt, wie auch immer. Ich will nicht sagen, die sind die Guten, die sind die Bösen oder so. Jeder hat seine Gründe. Aber am Ende auf Versöhnung, auf Liebe, auf Annäherung, auf Frieden, vor allen Dingen auch Frieden ist doch das Wichtige, wenn ich König bin oder Regierungschef bin, ist meine Hauptaufgabe, Frieden für mein Volk zu haben. Dass sie nicht ihre Kinder verlieren, dass nicht eine Bombe aufs Haus fällt, Leid zu verhindern. Und das hat der zumindest in der Zeit, wo er regiert hat oder wie auch immer, versucht zu machen.
ist meine Meinung. Und deswegen finde ich den König Hussein zum Beispiel ganz großartig. Mhm. Und ich bin auch überhaupt kein Gegner des Islam als solch. Es gibt Arschlöcher, wie überall. Aber es gibt auch ganz, ganz großartige, und ich behaupte sogar mal, die Mehrheit der Muslime sind großartige Leute, weil die nämlich auch ihre Kinder aufwachsen sehen wollen, weil die auch in Frieden leben wollen und so weiter. Ja. Und wir sollten alle, egal ob wir Christen, Juden, Muslime, Buddhisten, sonst was für eine, oder gar keiner Religion angehören, was auch immer, wir sollten das nicht vergessen, wo das rein Menschliche ist. Und das ist die gemeinsame Ebene. Wir haben alle Kinder, wir leiden alle, wenn jemand stirbt. Wir müssen alle selber sterben. Es trifft auf jeden zu. Und jetzt mal ehrlich, wenn du erfährst, jetzt mal ganz doof gesagt, also nicht du als Person, nee, aber wenn der Zuschauer, der fiktive Zuschauer, wenn einer von euch erfährt, geht zum Arzt, und der Arzt sagt, schlechte Nachricht, Krebs, letztes Stadium, sie haben noch ein halbes Jahr zu leben. Wie wichtig ist es denn dann noch, sich über so eine Scheiße aufzuregen, ja, oder anders gesagt, wie unwichtig wären dann ganz viele Sachen? Wo ist denn dann das Wichtige? Dass ich noch ein halbes Jahr mit meinem Kind verbringen kann vielleicht, dass ich nochmal irgendwelche Sachen ordnen kann oder sowas, ja, da muss ich mich doch nicht hinstellen und muss jetzt mich über irgendeine Scheiße aufregen, von der ich sowieso keine Ahnung habe, auf Deutsch gesagt, ja. Aber genau das machen die allermeisten Leute. Die regen sich über Gott und die Welt auf und warum Jens Spahn jetzt sich mit seinem schwulen Partner da eine Villa für 4 Millionen gekauft hat. Es ist mir sowas von scheißegal, ob der sich jetzt eine Villa gekauft hat. Soll er es doch machen. Und wenn es die Bank ihm finanziert hat, ist es doch okay. Es geht mich doch nichts an. Es geht um die Villa, es geht um den Lobbyismus, den er betreibt. Und die 4 Millionen sind definitiv aus dem Lobbyismus. Ja, aber du verstehst, was ich meine. Und dann weißt du auch, für wen er arbeitet und was er durchsetzen will, für wen, welche Interessen da durchgesetzt werden. Darum geht es ja. Es geht nicht um die Villa. Es geht einfach nur um den Lobbyismus, den er betreibt. Ja. Und welches Interesse dahinter steht. Wer hat denn da das große Interesse? Ja, man, natürlich. Na, ja, das, ja. Weißt du, ich bin bei dir. In ganz vielen Punkten bin ich bei dir. Aber auf der anderen Seite, ich muss mal sagen, ich will das nicht durch die Hintertür jetzt. Nee, es ist kleines richtig. Wortspiel. Ja. Nein, so war das jetzt nicht gemeint. Nein, Entschuldigung, Herr Spahn. Ich will das jetzt nicht irgendwie rechtfertigen, aber mal ganz ehrlich gesagt, ich möchte nicht Gesundheitsminister sein, wenn Corona plötzlich kommt. Also wohlwollend muss ich mal Jens Spahn und wem auch immer eins zugute halten. Ich glaube, die waren erstmal alle völlig überrannt. Die haben erstmal, also wenn da einmal, wenn China einen Shutdown macht, das nächste Land einen Shutdown und so weiter und fort. Du stehst doch immer gelackmeiert da. Ja, wenn du sagst, ich mache keinen Shutdown, wirst du von der Bevölkerung angegriffen und da sagen die, die schützen uns nicht. Es gab doch Länder, die das nicht gemacht haben, ja, und die haben genau die weniger, gleichen Zahlen oder weniger als wir. Also ich muss erst sagen, ich glaube, die waren in einem gewissen Zeitraum, war die Politik in Deutschland einfach nur getrieben. Die hatten keinen Plan, die hatten keine Vorsorge, die hatten nicht genug Masken da, also musste man erst mal sagen, Masken sind nicht so wichtig. Dann auf einmal waren die Masken ganz wichtig bis heute. Ja, das war ja auch so ein Ding. Also in dem Moment, wo sie geliefert werden konnten, wo plötzlich Millionen von Masken da waren, da war es dann wieder okay, die aufzusetzen. Vorher hieß es immer, braucht man eigentlich gar nicht. Der Chinese ist bekloppt, wenn er sich eine Apfelsine vors Gesicht macht und so. Kannst du dich erinnern, die ganzen Memes da. So auf einmal völlige Drehung um 180 Grad. Also muss man sagen, okay, also das war nicht die besonnene, saubere Politik, aber ich gestehe zu, es war auch irgendwie Panik da. So, jetzt muss man allerdings auch mal sehen, was ist ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr später, also heute zum Beispiel, ja, wo ganz andere vielleicht Erkenntnisse da sind und so weiter fort. Und da muss man einfach die Fähigkeit haben, finde ich als Politiker, auch zu sagen, wir haben Scheiße gebaut. Wir haben was falsch gemacht, wir müssen jetzt einfach mal diese und jene Maßnahme revidieren. Ja. Und wir werden ja sehen, wo es hinläuft. Ich bin kein Hellseher, aber dass man Fehler macht, muss man jedem zugestehen. Umgekehrt, Stichwort Lobbyismus, auch noch ein wichtiger Punkt, den ich dazu sagen will. Warum sollte denn ein Jens Spahn oder egal wer auch immer, die großen oberen,
dieser Welt, die Weltenlenker, weil sie einfach viel Geld haben, wie Bill Gates, oder weil sie die Macht haben, weil sie Donald Trump heißen oder wie auch immer, ja, oder Putin oder so. Also alle, die wirklich ganz oben sitzen. Geldmäßig, der sitzt aber noch politisch, sitzen noch mehr, ja, sitzen noch ganz andere. Ja, aber warte mal, lass mich mal den Satz enden sagen. Warum in drei Teufelsnamen sollten die sich einer satanisch-freimaurischen Sekte anschließen? Die können sich doch einfach auch auf dem Golfplatz treffen oder in ihrem privaten Haus und dort ihre Scheiße besprechen, ja? Jetzt wirklich mal die Frage, warum bräuchten die denn noch eine Freimaurerloge oder sonst was für eine Initiationsgemeinschaft? Weil Freimaurerei ist ein... Also, ja, da hängt doch ganz viel dran, das brauche ich doch alles gar nicht. Wenn ich Bill Gates heiße und du bist Warren Buffett, da rufe ich dich an und sage, Warren, altes Haus, ich habe hier 100 Milliarden übrig, du auch, lass die uns zusammenschmeißen und die nochmal durchziehen. Da muss ich doch nicht vorher irgendwie 33 Grad freimaurische Initiation durchlaufen. Das ist doch völlig irrsinnig, das brauche ich doch gar nicht. Ja, so. Sag ich auch, ja. Du hast ja, so weit bin ich mittlerweile jetzt auch. Also das ist, ja. Also wir sind uns auf jeden Fall einig, dass Leute, die Macht und Geld haben, auch die Geschicke dieser Welt irgendwie lenken. Ist doch logisch, würde ich ja auch machen. Wenn ich jetzt der Riesenmilliardär wäre, würde ich doch auch versuchen, meinen Idealismus, meine Ideen, meine Überzeugungen möglichst breit in die Welt reinzutragen. Das ist ja im Grunde genommen gar nicht schlecht. Ja, und nimm mal Elon Musk. Schlecht. Elon Musk ist so ein neuerer Stern am Himmel, ja, mit seinem Tesla-Zeug. Der hat jetzt Milliarden plötzlich an der Hand. Mhm. Also die Aktie ist ja durch die Decke gegangen. Ja, ja. Und der kommt ja auch vor Lachen nicht mehr in Schlaf. So viel Kohle hat er jetzt im Moment zur Verfügung, ja. Mhm. So, und was macht der? Der widmet sich den Sachen, an die der glaubt. Der will eben, was weiß ich, einen Mars besiedeln und Raketen zum Mars schicken und was weiß ich. Und das macht damit, das würde doch jeder von uns machen. Ja? Und ich unterstelle mal, wäre der Fußballfan, würde der wahrscheinlich sich 20 Fußballclubs kaufen und einen Fußball vorantreiben. Aber das ist nun mal nicht sein Ding, sondern der will gern auf den Mars fliegen. So. Und das ist die Frage, die sich mal jeder stellen müsste. Was würde ich tun, wenn ich eine Kreditkarte hätte, wo unendlich viel Geld drauf ist? Du kannst sie immer reinstecken, es kommt immer was raus. Es ist nie irgendwo ein Limit da. Und wenn ich sage, ich will 20 Milliarden abheben, dann kommt die unten rausgeblättert. So. Was mache ich mit dieser Kohle? Es gibt Leute, was es auch gibt, muss man übrigens auch mal dazu sagen, wie der eine Typ, dessen Name mir jetzt nicht präsent ist, aber hier, der ist nicht hier auf der Ebene wie ein Bill Gates oder so, aber Bijou Brigitte kennst du, ne? Hier dieses Klimbim-Zeug, ja, Modeschmuck-Zeug. Ja, so. Die haben ja immer ordentlich Kohle verdient und die gibt es ja auch immer noch. Und einer der Gründer von dieser Firma ist dann irgendwo mal am richtigen Zeitpunkt ausgestiegen, wo die richtig schön präsent waren und das Ganze viel Geld wert war und hat sich da auszahlen lassen. Und was hat der gemacht? Der kauft Regenwald auf. Das kannst du alles nachlesen. In die Richtung wollte ich jetzt auch gehen. Der ist der größte Grundbesitzer der Welt, gemessen an der Fläche, weil der diesen Regenwald schützen will. Und er hat gesagt, wenn dieser Regenwald mir gehört, hat keiner das Recht, den abzuholzen. Und deswegen kauft er den einfach auf. So, und ist das jetzt böse oder nicht? Ich finde das klasse. Was mit welchem Recht? Diese Welt gehört niemandem. Ja, aber ich meine nur wenig. Also klar, der spielt in diesen Spielregeln noch mit irgendwie, dann das sagt er. Ja. Aber umgekehrt macht er zumindest was Gutes. Ja. Er sagt, ich mache hier ein Schild dran, gehört mir, niemand darf es abholzen. Richtig. Wenn wir kurz ans Telefon gehen, Bill Gates ruft gerade an. So, ihr Lieben, das war jetzt ein ganz, ganz langes Gespräch. Ich habe natürlich nur einige Sachen rausgeschnitten. Vielleicht wird es ein zweites Video, vielleicht gibt es ein Nachfolgevideo. Du hast noch eine Frage? Nee, ein paar Fragen. Sie hat noch ein paar Fragen. Auf jeden Fall, an der Stelle sage ich erstmal, Knowledge is an Inside Job. Ich freue mich auf euer... Knowledge is an Inside Job. Abonniert meinen Kanal und guckt euch meine Videos an. Tschüss.